Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Da sind wir wieder. Ja, die kleine Pause ist vorbei. Ihr habt es überstanden, ich bin wieder da. Hurra, hurra, der Opa ist da. Und, ja, wir haben es hier ziemlich schön bei unserer kleinen Villa. Und wir haben die Musik ziemlich laut. Die kann ich aber gleich nochmal ein bisschen leiser drehen. Rumpelt jetzt ein bisschen am Mikro. Ah, naja. Was ist passiert? Ist ein bisschen was gewachsen. Ich habe auf WeedMe ein kleines Video gemacht hier zu unserer Villa. Und wir haben ja in den letzten Folgen hier ordentlich gebaut, ne? Also beziehungsweise oben den Boden ein bisschen ausgebaut. Die Holzfällerhütte, die ist aber noch so richtig uneingerichtet. Das habe ich dabei festgestellt. Hier ist noch gar nichts. Hier fehlen noch Balken und alles. Das wäre noch so ein Projekt, was wir unbedingt machen müssten. Hier hinten sieht das ja ganz gut aus. Ja, hier sind so ein paar verschiedene Baumarten. Hier haben wir so ein paar Birken stehen. Ja, eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf eine Reise. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Um ein wenig Rohstoffe bzw. Erze, aber wir haben eigentlich genug Erze. Es fehlt uns jetzt nicht an wirklich irgendetwas. Und außerdem will ich natürlich auch noch auf das Update warten. Das heißt, wir könnten eigentlich an der Villa weiterbauen. Muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen orientieren und rauskriegen, was ich eigentlich machen wollte. Das ist immer so eine Sache, ne? Wir haben ja hier unser... Boah, wir sind schon lange nicht mehr gereist. Verdammt. Verdammt. Eigentlich müsste ich mir jetzt die Hake nehmen und müsste den Weg haken. Aber das ist natürlich super unspektakulär für euch. Oben die Villa müssten wir noch weiter einrichten. Das wäre das nächste Bauprojekt. Der Keller ist soweit okay. Passt mal auf, wir räumen mal ein bisschen Sachen weg. Ich habe ein bisschen Bock auf Reisen irgendwie. Heißt ja auch Rising World. Haha, nein, natürlich nicht. Kann sein, dass ich den Ofen angelassen habe in der kurzen Vorstellung. Wenn ihr die nochmal anschauen wollt, die ist wie schon gesagt auf WeedMe. Exklusiv für alle Leute, die da dazugekommen sind. Denn die kennen das ja noch alles gar nicht hier, ne? Und die sehen das jetzt auch. Es kommt nämlich auch wieder auf beiden Kanälen jetzt sozusagen raus. Mal gucken, was daraus wird. Wie schon gesagt, das soll ja nur so ein zweites Standbein für mich sein. Falls YouTube mal völlig durchdreht und sagt, oh nö. Aber da haben wir jetzt genug drüber geredet, glaube ich. Ich glaube, da habe ich genug drüber geredet. Damit wollen wir jetzt auch nicht gleich wieder anfangen. Also, ihr müsst nur wissen, solltet wissen, könnt wissen. Ihr könnt es auf beiden Kanälen gucken, ganz einfach. Wie ihr Bock habt, ne? So, okay, Freunde. Und ich werde auch auf beide Kanäle gucken, wegen Kommentaren und so. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich selbst so ein bisschen unzufrieden war. Ihr wisst, ich bin ziemlich leicht, ziemlich schnell mit mir unzufrieden. Das ist so eine Angewohnheit von mir, da ziemlich schnell, ja, mich selbst zu kritisieren. Und auch, ich denke auch meistens zu Recht. Wäre Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, total zu Unrecht. Weil, wenn man sich selbst kritisiert, dann auch meistens zu Recht, denke ich mal. Oder vielleicht ist man auch überempfindlich mit sich selbst. Kann alles sein, ich weiß es nicht. Und da war ich so ein bisschen an so einem Punkt angelangt, wo mich das sehr beschäftigt hatte. Und ich gemerkt habe, das ist ein Stein und das ist Silbererz. Du bist so ein bisschen durch eigentlich momentan gerade. Ja, und das war dann auch der Punkt. Es hat mich auch einiges irgendwie nur noch genervt und das war alles ein bisschen eigenartige Stimmung. Und wie ihr das auch ganz recht bemerkt habt, ist es besser dann zu sagen, nö, dann machst du erstmal eine Pause und guckst mal, was danach ist, als zu sagen, ich schmeiß alles hin. Weil das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist mein allerliebstes Hobby hier. Neben natürlich DSA und dem Rollenspiel ist das hier eins meiner großen Leidenschaften, vor allen Dingen, weil sich das alles so aufgebaut hat über die Jahre. Und daran seid natürlich wieder, wer, ihr seid schuld. Klar, Logo, ne? Ihr, die hier zuguckt, ihr seid schuld, dass mir das so viel Spaß macht. Schämt euch! Ja, okay. Da kommt ziemlich viel, glaube ich, in die Krustkiste. Hier zum Beispiel die ollen Bilderrahmen, die Glasscheiben. Das Bett ist auch so ein bisschen krustig. Die Lampen, ja, eigentlich nicht, aber in eine Krustkiste kann man alles packen. Das ist ja das Schöne. Das ist auch mehr so krust. Wir würden dann auf jeden Fall unsere Waffe mitnehmen, weil die werden wir brauchen. Wir werden uns einen vollen Wasserschlauch mitnehmen. Den können wir aber auch überall wieder auffüllen. Das ist kein Problem. Fackeln nicht, die Hacke auch nicht. Die Hacke kommt aber eigentlich bei Werkzeug rein. Ich habe doch so eine Werkzeugkiste, ne? Ist es die hier? Jo.
Jojo. Und wisst ihr was? Wir sind total bescheuert. Wir nehmen uns zwei Wasserschläuche mit. Wir nehmen uns einfach zwei Wasserschläuche mit, oder? Es ist zu viel. Wenn wir in der Höhle sind, ist es gar nicht schlecht mit zwei Wasserschläuchen. Mhm. Und wir nehmen uns Chilischoten mit, weil die, glaube ich, ganz gut waren in puncto Heilung. Also hier, wir gehen nochmal in unsere Essensbox sozusagen. Hier ist gar kein Essen drin. Aber hier, wir nehmen uns mal Chilischoten mit. Da werden wir aber mal sehr durstig von. Das ist der Nachteil. Ich weiß nicht, wie es beim Mais ist. Tomaten und sowas finden wir jederzeit. Und so ein 16er Stack Mais mitnehmen und einfach mal probieren, was das Ding dann bringt. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und wir haben jetzt ja auch eine Map. Das heißt, wir können uns auch Wegpunkte und ähnliches dann einzeichnen. Pass auf, ich nehme mir auch nochmal hier 8 Chilischoten mit. Und ein bisschen Mais. Hört sich irgendwie gar nicht so verkehrt an. Da müssen wir... nö, ein Bett können wir uns eigentlich jetzt eigentlich auch mitnehmen. Das können wir uns auch mitnehmen. Denn wir können jetzt ja ruhig schlafen. Wir haben ja unsere unsere Map dabei. Da können wir uns eigentlich ein Zelt mitnehmen. Das können wir machen. Denn pofen können wir jetzt ja. Dann nehmen wir uns hier ein paar Beinschienen mit und ein bisschen Verbandszeug. Und dann ist das Inventar schon ziemlich voll. Aber wir haben da noch so ein bisschen Krams drin, ne? Ja, was ist denn das? Ist das Holz? Könnte Holz sein, ne? Wahrscheinlich alles voll. Ne, nicht ganz. Und die Bretter packe ich jetzt auch mal einfach damit rein. Und das Holz auch noch hier mit rein. So, jetzt sind wir eigentlich bestens ausgestattet. Das heißt, Moment, die zweite Spitzhacke werden wir nicht brauchen. Das Ding nehmen wir mal mit, falls wir noch was Außergewöhnliches finden. Ja, damit sind wir doch eigentlich bei Holz hacken wollen wir. Naja, doch. Doch, doch. Vielleicht. Rüben. Ja, 5 Rüben mitnehmen ist eigentlich auch blöd. Und eine Map haben wir dabei und einen Kompass sowieso. Okay, dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen. Und ich würde sagen, wir gucken auf unsere Map. Ja, in diese Richtung sind wir hier noch nicht so weit gegangen. In die Richtung können wir nicht, weil da der See ist. Wir gehen mal in die Richtung waren wir auch schon. Aber hier haben wir es bis zur Wüste geschafft, hier hinten, ne? Wir waren mal bis zur Wüste und haben hier dann aufgehört. Vielleicht können wir die Wüste einfach noch ein bisschen weiter erkunden. Was halte ich dann davon? Hinter der Pyramide. Hinter der Pyramide geht's weiter. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Es soll ja auch einen Weg bis zur Pyramide geben irgendwann mal. Aber wenn wir den jetzt anfangen, das dauert dann ewig. Könnt ihr mal schreiben. Könnt ihr mal schreiben, ob es Sinn ergeben würde, da einen Weg lang zu bauen. Moment, den Wasserschlauch sollte ich... Ach, kann ich am nächsten Wasserloch auffüllen. Und das Gute ist, dass dadurch, dass wir jetzt eine Map haben, guck mal, hier wachsen überall Tomaten und Kram. Da müssen wir eigentlich nur unsere Streitachse in die Hand nehmen. Und dann können wir da auch schon unsere Wege gehen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas zum... na gut, Fleisch haben wir jetzt ganz dabei. Wir müssen ein bisschen aufpassen. So, Freunde. Und dann gehen wir nämlich einfach mal in die Richtung hier, wo wir schon mal waren, Richtung Pyramide. Ich weiß, da kommen dann wieder Bären. Okay. Jetzt wird es aber gerade schon dunkel. Das heißt, wir können das erste Mal zelten. Stellen wir einfach mal das Zelt auf. Hier. Passt es ganz gut hin. Und dann schlafen wir einfach hier im Zelt. Schlafen. Ach ja. Oh, jemand hat die Plane aufgelassen. Habe ich den Witz schon mal gebracht? Ja, 100 Mal. Ach ja, noch gibt es ja keine Möglichkeit irgendwie, nein, ausrüsten. Ach so, abbauen. Wie geht das nochmal? So? Ah ja. Entferne Zelt. Da haben wir es. Und jetzt packen wir es uns schön wieder beiseite und können jetzt weiterreisen. Hervorragend. Ganz hervorragend. Wir können ja mal so ein bisschen, weil wir haben hier unten, haben wir schon aufgedeckt, aber weiter oben halt noch nicht. Oder wollen wir erstmal auf dem Weg bleiben, dass wir hinterher nicht zu viele Wege haben? Ne, wir können auch einfach mal ein bisschen weiter nach oben gehen. Da waren wir noch nicht. Und dann gehen wir da oben einfach lang. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt auf dem gleichen Weg nochmal Richtung Pyramide gehen. Das wäre ja auch Quatsch. So können wir ja viel besser. Da hinten, ja, hier oben gibt es wieder Eisbären. Eiserne Bären. Also eisige Bären. Und hier gibt es natürlich auch, hier, sag schon, Elche. Elche sind aber ganz friedlich, solange man sie nicht schlägt. Und das machen wir ja nicht. Ich
denke mal, die sind friedlich, also zum größten Teil. Und waren wir schon mal durch diese Eiswüste eigentlich durch? Können wir mal gucken, ob es da auch Pinguine gibt. Hauptsache gibt es keine Eisbären oder Bären. Aber die haben ja auch die Range, sagt man, glaube ich, oder die die Zone, in der die Tiere aktiv werden. Entweder durch nettes Winken oder durch Töten aktiv werden. Die haben sie, glaube ich, ausgeweitet. Was haben wir denn hier? Durchscheinende Felsen auf jeden Fall schon mal. Hui. Eine Höhle. Eine Höhle. Aber wir brauchen eigentlich kein... Ach, schön kühl hier, ne? Wir brauchen eigentlich keine... was? Wir brauchen eigentlich keine Erze, denn Erze haben wir tatsächlich... Okay, es wäre jetzt noch ganz interessant. Oh, ich kann durch den Boden gucken, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich glaube, im Schnee geht man ein bisschen langsamer, kann das sein? Panische Musik, das könnte verheißen, dass hier irgendwie ein Monster ankommt oder so. So, wir gucken mal auf unsere Map. Okay, wir haben so einen kleinen Umweg gemacht. Wir gehen einfach mal jetzt... nein. Da so weiter, würde ich sagen. Da sind wir auf dem richtigen Pfad. Mal sehen, vielleicht läuft uns ja hier irgendwas noch über den Weg. Unten im Tal habe ich auch fast den Eindruck, gibt es mehr Bären. Das heißt, hier in den Bergen ist es zwar ein bisschen beschwerlicher zu laufen, aber wir haben weniger wilde Tiere. Also angriffslustige Tiere. Und hier haben wir so... Oh, von wegen. Der hat mich erwischt. Er hat mich erwischt, aber hat mich nicht getötet. Ja, das war jetzt nicht so... den bin ich aber wirklich jetzt, ne? Inventar. Ein Bärenfell. Ein Bärenfell. Und den Körper verstecken wir natürlich wieder. Damit ihn keiner findet. Habt ihr gesehen, der hat sich gerade so pixelig aufgelöst. Da hinten ist noch ein Eisbär. Ja, hier scheint so eine... Der ist am Wasserloch. Verdammt, ich wollte mir Wasser holen eigentlich aus dem Wasserloch. Wir haben aber zwei Wasserschläuche dabei. Das ist ganz gut. Einen leeren, einen vollen. So. Auch was essen dürfen wir nicht vergessen, ne? Habt ihr recht. Ein paar Kirschen. Schnabulieren wir erstmal die Kirschen weg. Die bringen auch was für die Seele. Jetzt will ich mal da hinten rüber gucken über die Ecke. Ist immer gefährlich, sich über so Ecken zu wagen hier. Ja, hier ist eine Höhle. Okay. Nicht runter... Oh, da hinten ist eine Hütte. Eine Hütte. Oh, bitte. Eine Hütte. Im Schnee habe ich auch noch nicht gesehen. Wird die von irgendwem bewacht? Von einem Elch. Die Hütte des Elchen. Hier liegen ein paar Knochen rum. Ein paar olle Stühle. Und ein altes Regal. Das ist ja die unspektakulärste Hütte, die ich bis jetzt gefunden habe. Aber ist ja witzig, dass auch Hütten hier im Eis gibt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, die sind nur in Wäldern zu finden. Und die kann man sehr weit gucken. Das heißt, wenn die noch irgendwo eine Hütte ist, müssten wir die eigentlich auch bald sehr schnell entdecken, oder? Wie ist das? Die Musik ist sehr griechisch gerade. So, wir gucken nochmal auf die Map. Nicht, dass wir uns verirren. Okay, die Hütte haben wir entdeckt. Da unten ist noch eine große Höhle. Wir müssen aber weiter in die Richtung. Huh, okay, das ist noch ein Elch. Die Eisbären entdeckt man tatsächlich sehr schlecht, weil es hier halt so, ja. Es ist hier so Eisen, so weiß, ne? Und die sind ja auch weiß. Das haben Eisbären so an sich. Ich weiß. Ah. Und da unten ist ein Pinguin. Hey, hast du dich verirrt, Pingu? Nicht, dass das eine Falle ist, ne? Oh, guck mal, Pinguin. Und dann hinterm Baum steht dann der Eisbär. Hallo, Pingu. Na, Freund. Hau doch nicht ab. Hau doch nicht ab. Ach so, weil ich eine Axt in der Hand habe. Ja, gut, das kann ich gut verstehen. Schon wieder eine Axt. Ich will doch hier, geil. Kann ich die vor mir hertreiben? Bald gibt's Gewehre. Da freut sich auch der Pinguin, dass es bald Gewehre gibt. Hallo Elchfreund. Alle Tiere, ich fühle mich fast wie Dr. Doolittle hier. Mal ganz von dem... Oh, guck mal, drei Elche. Kann man ein Foto von machen? Bitte lächeln.
Und da hinten scheint wieder eine große Höhle zu sein. Aber wir wollen in die Wüste. Wir wollen gucken, ob es da vielleicht noch eine zweite Pyramide gibt, oder? Was meint ihr? Weil uns fehlen noch ein paar Sachen. Eiserne Jungfrau haben wir. Die Judaswiege. Ich wollte eben was ganz anderes sagen. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Judaswiege heißt das Ding natürlich. Da hinten ist noch ein Pinguin. Übrigens. Und keine Eisbären weit und breit. Das ist das, über das sich der Wanderer freut. Auch. Weiß ist auch schön, wenn alles so weiß ist, ne? Aber grün ist auch eine sehr schöne Farbe. Ach ja, da wollte ich ja mit euch mal rüber reden. Was ist denn da hinten? Wächst da irgendein lustiges Gewächs? Hanf oder so? Nee, ist einfach nur Gras, was hier so raussprüßt. Über Farben, genau. Mir ist nämlich was aufgefallen, dass man kleinen Kindern oder auch erwachsenen Menschen sehr oft die Frage stellt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und jahrelang, also jahrhundertelang, habe ich mich damit rumgeplagt und immer wieder meine Lieblingsfarben gewechselt. Und das ist doch eigentlich auch total bescheuert. Ich denke, Farben drücken auch öfters Stimmung aus. Und ich glaube gar nicht mal, dass jeder wirklich so eine Lieblingsfarbe hat. Und ich glaube des Weiteren, das ist jetzt mal die Sache, die wir ergründen müssen, dass viele Leute sich dann irgendwann sagen, na gut, alle fragen dich nach einer Lieblingsfarbe, welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Und dann überlegen und überlegen und überlegen, ja, rot finde ich ganz schön, blau aber eigentlich auch und grün ist auch eine schöne Farbe. Und dann einfach sagen, ja, grün. Einfach nur, damit man eine Antwort hat, weil man wird ja von Jugend auf trainiert, für alles immer eine Antwort zu finden, eine Antwort zu suchen. Aber warum, das ist jetzt meine Frage an euch, warum muss man eigentlich eine Lieblingsfarbe haben? Ist es nicht viel mehr stimmungsabhängig? Nur Elke. Elke und ihre Freundin. Ist es nicht eher stimmungsabhängig, welche Farben man mag und welche nicht? Das würde aber dann bedeuten, es gibt mehrere Lieblingsfarben. Also man hat jetzt nicht nur grün oder gelb oder blau. Bei mir, ich hatte mich ganz lange mal auf blau geeinigt, weil ich den Himmel so schön finde. Mag aber auch grün unglaublich gern. Ich mag aber auch rot, wenn die Stimmung dazu passt. Na? Ich mag auch schwarz, obwohl schwarz keine Farbe ist. Braucht da gar nicht in die Kommentare schreiben, schwarz ist keine Farbe. Schwarz ist Kohle zum Beispiel. Nein, aber es gibt ja noch ganz viele andere Farben. Ich mag zum Beispiel auch gelb. Ich mag auch gelb. Ne? So ein schönes leuchtendes Gelb mag ich auch. Und deshalb ist meine Antwort nämlich, ich habe keine Lieblingsfarbe. Ich mag alle Farben gerne. Ich mag viele Farben. Aber es ist immer abhängig von der Tagesstimmung. Da ist eine Hütte. Oh, bitte, eine Hütte. Wir haben schon, glaube ich, die dritte Hütte jetzt gefunden. Ne, die zweite. In der anderen war ja nichts drin. Verdammt. Aber hier sieht es besser aus, oder? Da steht wesentlich altes Klavier. Und eine Truhe. Yes. Eine Truhe. Und was bringt sie uns? Bandagen. Naja, gut. Bandagen sind nicht schlecht. Ja, Sichel. Eine Sichel habe ich aber schon. Hier liegen noch so ein paar Knochen rum. Also die Variante mit dem Hüttenbauer in der Rising World, der hat sich nicht durchgesetzt, kann man sagen, weil alle, die eine Hütte gebaut haben, sind darin gestorben. Das ist nicht so schön, ne? Okay, wo müssen wir lang? Okay, ich glaube, wir sind ja schon auf einem ganz guten Weg. Wir gehen einfach weiter hier, ne? Würde ich sagen. Richtung Pyramide. Sobald wir jetzt in die Dschungel-Steppen-Wüstenregion kommen, wird's gefährlich. Das sage ich euch gleich. Da holen wir uns gleich mal hier die grobe Kelle raus. Ja, also habt ihr eine Lieblingsfarbe oder seht ihr das ähnlich wie ich? Oder genauso? Das ist eigentlich... Oh, Brennnessel, verdammt. Könnte man sich Tee von machen, aber lieber nicht. Und das ist doch hier so ein richtiger Steppenbaum. Habe ich den schon? Und habe ich die Dinger schon? Wir haben noch gar nicht... Oh, Chilis. Wir haben noch gar nicht alle Bäume, die es gibt in der Rising World. Passt mal auf. Ich würde mir gerne hier von Setzling mitnehmen. Damit wir alle Bäume haben. Das ist nämlich hier... Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da auch schon einen Setzling von. Ich habe nämlich schon mal Setzlinge gesammelt. Ach komm schon. Ich fäll dich einfach weiter. Oh, schöner Schnitt. Wer so mit der Axt einen Baum fällen kann, mit so einem schönen Schnitt, der ist auch gut, ne? Nehmen wir die mit? Ja. Können wir immer noch weg tun oder so. So, und wo liegen hier die Setzlinge?
Warum kann ich den nicht einsammeln? Doch jetzt. Na komm. Na komm. Sei doch nicht so. Das ist ja richtig Steppe und das sind Pappeln. Doch, wir haben doch Pappeln, Freunde. Das ist doch aber hier bestimmt irgend so ein exotischer Baum, oder? So sieht doch das ist doch keine Pappel, Freunde. Warte mal, wir gucken uns gleich nochmal an. So sehen doch keine Pappeln aus. Habt ihr nie eine Pappel gesehen? Hier JIW, Rising World, KKG, AG. Das könnte Akazie hier sein, ne? So von der von dem Holz her. Vom Holz her. Ja, das könnte das tatsächlich Akazie sein. Akazie. Hä? Hä? Keine Setzlinge? Was soll denn der Käse? Hätten es noch eine. Oh, eine Kraffe. Und ist das ein Nashorn? Na, warte mal, Z. Ne, ist bestimmt ein Elefant, ne? Ich habe auch schon Nashörner gesehen. Habe ich auch Beweise dafür eigentlich? Gepard. Gepard mit... Ich dachte, ich habe was gehört. Hör mal, ich dachte, ich rieche was. Ach nee, So, und warum... Was ist das jetzt für Holz? Ach, da könnten wir ja gucken bei den Stämmen, die wir klein gekloppt haben, ne? Immer weiter kloppen, nicht aufhören. So. Da muss jetzt aber ein Setzling bei rauskommen hier, rumkommen. Da. Einer, na toll. Das ist eine Akazie, richtig geschätzt. Hahaha. Sehr gut. Ach, wenn man eine Reise tut, ne, dann kann man auch was erfällen. Erfällen. Ja, also schreibt mal in die Kommentare, die Folge ist nämlich gerade rum, was ist eure Lieblingsfarbe und habt ihr überhaupt eine Lieblingsfarbe oder seid ihr wie ich? Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Lieblingsfarbe bunt wird auch diese Folge heißen. Und rot ist das Blut. Autsch. Alter Schwede, was für ein Bursche. Hui. Haben wir ja ganz schön... Au, ich blute. Wir müssen uns verbinden. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ach so, ja, bestimmt hier irgendwie anwenden, ne? Meine Wunde ist verbunden. Du, Krücke! Gibt's ja wohl nicht. Inventar her. Tigerfell. Ein weiterer Tiger auf unserer Abschussliste. Wenn ich einmal einen Knarre habe, dann geht's hier piff-paff. Und da ist eine Hütte. Und dann seid ihr alle tot. Also, sag mal, was ist eure Lieblingsfarbe und, welche ist das? Oder ist eure Lieblingsfarbe auch bunt? Also, okay, Freunde. Damit sage ich nämlich jetzt, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auch Rising World. Das war die falsche Verabschiedung, aber ich sage trotzdem auf Wiedersehen.